Willkommen zurück zur nächsten Folge. Heute zeigen wir euch mal ein bisschen was anderes. Und zwar, ich fange mal anders an. Also ich selber bin ja groß geworden, ursprünglich nicht mit so neuen Autos, sondern mein großer Traum war es ja schon immer als Jugendlicher, dass ich mir gerne zum 18. Geburtstag hätte einen Golf 1 GTI zu kaufen. Das Ganze ist jetzt 14 Jahre her. Und damals war es noch nicht so üblich, neue moderne Autos zu fahren, sondern damals war der Fokus eher auf alten Autos. Golf 1, Golf 2, Opel hatte auch viele Autos, alte BMW und sowas. Die Szene hat sich jetzt ja in den letzten Jahren ein bisschen entwickelt. Jetzt ist eher neue moderne Motoren mit Turbolader und. Aber ich komme ursprünglich noch aus einer Zeit, wo man halt noch diese alten Autos fertig gemacht hat, auch in einem ganz anderen Stil. Und deswegen wird für mich diese Videoreihe, die wir heute starten, was ganz Besonderes, denn wir dürfen nämlich bei uns in Hannover als einer der wenigen zu VW Oldtimer. VW Oldtimer in Hannover ist eine, ich sag jetzt mal, eine eigene Abteilung, die darauf spezialisiert ist, das alte, ich sag jetzt mal, Kulturgut von VW, sprich T1, T2 Busse, ich glaube auch T3 Busse, zu restaurieren, zu pflegen, zu warten, instand zu halten und so weiter. Das heißt, dort werden wirklich heute noch T1 und T2 Busse richtig gebaut nach, ich sag jetzt mal, neuestem Stand der Technik. Und zusätzlich haben die eine wirklich Riesensammlung an alten Bussen, weil es so von VW aus der Wille ist, wirklich auch die alten Modelle immer präsentieren zu können. Was ich übrigens sehr cool finde, weil ich finde halt schon, dass die Autohersteller ein bisschen so ihre Traditionen pflegen sollten. Und ja, dass sowas jetzt natürlich auch noch bei uns um die Ecke in Hannover ist, ist natürlich umso cooler. Deswegen würde ich sagen, wir fahren einfach mal los, fahren zu VW, hoffen, dass sie uns aufs Gelände lassen, weil das Ganze ist halt richtig mit Werkschutz und so weiter. Und dann gucken wir uns mal an, was die Jungs da so machen. So, ich selber bin ja auch riesen VW-Bus-Fan. Natürlich kann ich im Alltag keinen T1 oder T2 fahren. Ist ja auch nicht ganz so meine Geldliga, weil die Autos sind mittlerweile richtig teuer geworden. Aber ich habe diesen T5, glaube ich, seit anderthalb Jahren jetzt. Hätte vorher auch nie im Leben gedacht, dass ich so einen Teil mal im Alltag fahren will. Aber ich kann euch sagen, gerade für die ganzen Schrauber, es ist einfach unheimlich praktisch, weil man kann wirklich haufenweise Zeugs da drin transportieren. Und gerade für uns, die ständig irgendwie am Schrauben sind, irgendwelche Motoren durch die Gegend fahren, ist das natürlich Gold wert. Ne? Ich gebe euch mal ein kleines Preview. Wir haben nämlich was Interessantes dabei. Das kriegt ihr dann aber erst in den nächsten Videos zu sehen. Und zwar natürlich Motoren, in dem Fall zwei V6 Motoren. Aber jetzt fahren wir erstmal zu VW und gucken, wie die alten Dinger so aussehen. Wir sind in Limmer angekommen bei VW Oldtimer. Eine Sache habe ich euch bisher noch nicht verraten. Und zwar, deswegen macht es das Ganze für mich so besonders, weil Marius, kennt ihr ja schon aus diversen anderen Videos, der arbeitet hier nämlich. Genau. Guten Abend. Wir fangen mal ganz vorne an. Wie lange bist du schon bei VW? Ich habe 2006 angefangen bei VW. 2006, das sind also 12 Jahre. Genau. Hast du hier angefangen? Nee, ich habe normal erstmal eine Berufsausbildung in Hannover-Stöcken angefangen, also direkt im Werk. Und habe erstmal die Ausbildung zum Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker durchlaufen. Okay, also du bist theoretisch Karosseriebauer, mittlerweile auch Meister. Genau. Wir sind hier allerdings nicht mehr bei VW, sondern eigentlich bei Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer. Ja, also heißt es korrekt? Genau, Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer. Es gibt halt indirekt so diverse Fachabteilungen. Wir sind eine davon. Und wir sind hier verantwortlich am Standort Hannover im Prinzip für die Erhaltung der Markenhistorie bzw. der Standorthistorie von Hannover. In dem Fall halt der reinen Nutzfahrzeughistorie. Nutzfahrzeuge klingt immer so, ich sag mal, klingt so süß, weil man kann sich ja eigentlich nicht vorstellen, dass diese Autos hier mal Nutzfahrzeuge waren, ne? Genau. Also es gab halt bis heute ja von jedem Nutzfahrzeug auch eine Luxusvariante. Und so war es damals beim T1 halt auch schon vom Kastenwagen bis hier zum Samba halt. Was genau macht ihr hier an dem Standort? Also zum einen präsentieren wir im Prinzip ja, die Standortgeschichte mit allen Derivaten, die in Hannover mal gebaut wurden oder bis heute gebaut werden.
Und zum anderen richten wir diese auch selber für uns her. Also sind Exponate dabei, die wir so eingekauft haben, weil es mal gepasst hat oder weil sie uns angeboten wurden. Wir kaufen aber auch, sage ich mal, Zustand 4 bis 6 und restaurieren die komplett selbst mit allen Inhalten. Okay, das heißt, hier vor Ort gibt es eigentlich wirklich alles zu sehen. Von fertigen Autos, so wie diesem, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, T1 Samba-Bus. Genau. Bis hin zu alles querbeet. Genau, bis hin zu Karossen, die wir irgendwo so aus irgendwelchen Tiefgaragen voll mit Hochwasser gezogen haben, die bis heute noch nicht angefasst wurden. Und dazu habt ihr auch noch ein riesen Teilelager und beschäftigt euch damit auch quasi passend dazu, zu den Autos immer die Teile zu haben. Genau. Macht ihr das, also wer sind eure Kunden? Ist das nur VW oder was für Autos werden hier so gebaut? Also im Prinzip war das mal gedacht, um natürlich erstmal das zu bilden. Das gab es nicht von Anfang an. Wir haben keine Markenhistorie hier, wie Daimler sie hat oder wie Porsche sie hat. Es wurde relativ spät damit, so Mitte der 2000er angefangen, erst das hier oder Ende 2010 so ungefähr das hier zu bilden. Und wir machen das aber auch für externe Kunden. Ah, okay. Also vorher gab es von VW aus gar keine, ich sag jetzt mal, Abteilung, die sich mit Thematik Oldtimer beschäftigt. Genau, völlig richtig. Gibt es sowas auch für, ich sag jetzt mal, Käfer und so weiter oder gibt es das nur für die Nutzfahrzeuge? Nee, jeder Standort macht da in der Hinsicht so ein bisschen sein eigenes. Also Wolfsburg hat es, Osnabrück hat die Karmann-Sammlung, gibt es schon mehrere auf jeden Fall. Auch mit aktivem Karosseriebau oder nur Sammeln? Nein, also werkstattmäßig sind wir in der Marke mit die Einzigen, wenn nicht sogar der Einzige, der auch komplett selber restauriert. Mhm. Also PKW hat das nicht so ganzheitlich, wie wir das hier haben zum Beispiel. Ich habe schon mal ein bisschen rumgeguckt, das ist wirklich ziemlich groß hier. Wie viele Mitarbeiter seid ihr? Wie viele Leute sind hier beschäftigt in dieser, ich sage jetzt mal, Instandhaltung also, von Oldtimern? Also in Summe meine ich aktuell im Bereich von 27. Mhm. Das natürlich indirekt und direkt. Aktiv restaurieren tun so 8 bis 9 Mitarbeiter. Mhm. Wie sieht normalerweise, ich sage jetzt mal, der Werdegang von so einem Auto bei euch hier aus? Also wenn es für extern ist, bringt der Kunde meist das Auto mit oder es gibt es schon Jahrzehnte in der Familie, hat halt einen Familienwert, wie auch immer. Der kommt mit dem Auto hier an, ist bereit, Geld zu investieren, sage ich mal. Dann sprechen wir das Auto grundsätzlich erstmal durch, ohne eine Schraube an dem Auto gedreht zu haben. Was man machen kann, was man machen will, das sprechen wir soweit erstmal durch. Wenn wir dann ins Geschäft kommen nach entsprechender Angebotsunterbreitung, fangen wir dann an, demontieren das Auto komplett. Es wird chemisch entlackt. In der Regel gibt es auch Sandstrahlmethoden, aber in der Regel entlacken wir chemisch. Das heißt, wir bauen das Auto komplett neu auf. Teilweise machen wir nicht mehr, haben wir gemacht, war aber schwierig in manchen, wo fängst du an, wo hörst du auf. Deswegen sagen wir, wir machen nur noch ein ganzes Auto mit allem, was dazugehört. Und ja, nachdem das Auto chemisch entlackt ist, hole ich den Kunden ans Auto wieder ran, um ihm zu zeigen, wie schlecht oder vielleicht wie gut ist das Blechkleid noch. Und was müssen wir jetzt an Stunden investieren? Weil du kannst nicht ein komplett zusammengebautes Auto auf den Euro genau kalkulieren. Funktioniert nicht. Und dann macht ihr einen Plan, was wie wo genau gemacht werden also muss, was der Kunde möchte in Bezug auf Lack, Innenraum, Technik und so weiter. Ja, eventuell möchte er eine Leistungssteigerung haben, eventuell möchte er an seinem T1 vorne eine Scheibenbremse haben, weil es damit alltagstauglich ist. Eventuell möchte er ein längeres Getriebe haben, damit er halt nicht wie damals 70 bis 80 fahren kann, sondern wie heute üblich eher mal so 100 und so weiter. Okay, also ihr macht nicht nur Restauration, sondern ihr bringt teilweise die Fahrzeuge auch auf einen neueren Stand der Technik. Wir individualisieren sie auch und bringen sie auf den aktuellen Stand. Sind das meistens deutsche Kunden oder Kunden aus dem Ausland? Wir haben auch schon belgischen und englischen Kunden gehabt, aber die Mehrzahl ist deutsch. Eher deutsche Kunden, okay. Das heißt, ihr macht wirklich, kann man eigentlich so sagen, von 0 bis 100 alles. Genau. Also ich habe dieses Entlackungsbecken hier zum Beispiel nicht selber und ich habe hier auch keinen Sattler und einen Tischler sitzen. Aber das sind alles örtliche Firmen, externe Dienstleister, mit denen wir halt zusammenarbeiten, direkter Lieferantenkontakt und so weiter. Zusätzlich, was ich halt so am beeindruckendsten finde, habt ihr ja, ich sag jetzt mal hier, wie so eine kleine heilige Halle. Ja, ist nicht ohne weiteres für die Öffentlichkeit zugänglich, sagen wir mal. Okay, also ist nicht öffentlich, sondern ist quasi nur für Führungen und so weiter. Genau, also du kannst hier nicht klingeln und sagen, ich will mal ein paar Busse sehen, das funktioniert nicht. Wir haben ja auch nicht so offizielle Tourguides, die hier hauptberuflich als Tourguide arbeiten. Es ist buchbar, hier eine Führung zu machen. Du kannst zum Beispiel auch im Rahmen deiner Weihnachtsfeier mit deinen Mitarbeitern hier eine Führung buchen, das geht. Kostet aber, nur mal als Beispiel, um eine Hausnummer zu nennen, bei einer Gruppe bis 20 Personen 160 Euro zum Beispiel, wenn man das hier mal sehen möchte. Und wie viele Schätze stehen hier so? Also in Summe
irgendwie so im Bereich 140. Es variiert immer so ein bisschen. Wir kaufen Fahrzeuge an, wir verkaufen aber auch welche, wenn wir bessere kriegen können oder restaurieren. Ich grätsch schon mal dazwischen. 140 alte Busse. Genau. T1? Natürlich, genau. Von T1 bis T4. Bis quasi. T4. Da ist auch einzelne T5s bei und auch schon eine Handvoll T6, weil wir, man ist dann natürlich irgendwann aufgewacht und hat gesagt, lass uns jetzt lieber gleich schon T5 und T6 passende Baureihen auch mit archivieren, weil das Auto wird es auch irgendwann natürlich nicht mehr geben. Wir werden es vielleicht nicht mehr erleben, aber die nach uns. Fahrbereit haben wir etwa so, ja, weiß ich nicht ganz genau die Zahl, ich würde schätzen, was 40, 45 ungefähr, mhm, von den Oldtimern, und ab T4, sag ich mal, ist alles fahrbar, was hier steht. Also, das ist. Okay, gibt es weltweit eine größere Sammlung an Bussen? Ich wüsste, also es gibt natürlich Privatiers, die wahnsinnig sind. Auch aber die gar nicht weit weg von hier. Wir haben in Hessisch-Oldendorf eine gute Sammlung. Aber ich glaube, an der Anzahl her, mir ist keine bekannt. Und was ich auch schon öfter gesehen habe, ist, die ganzen Busse, die hier stehen, die kann man auch für Events leihen. Genau. Also wir verleihen für Hochzeiten, natürlich ist der T1 Samba immer das beliebteste Hochzeitsauto. Ne? Wir verleihen aber auch mal einen Kasten für eine Industriemesse in Hannover oder für ein Firmen-Event. Okay, so. Das find ich persönlich zum Beispiel richtig cool, dass sich VW da wirklich Gedanken macht und ihre alten Busse auf den Straßen hält, so ungefähr. Weil ich kann es mir selber vorstellen, dass die meisten Leute, die sowas privat noch besitzen, so ein Auto nie im Leben für eine Hochzeit verleihen würden. Ja, hören wir auch immer wieder. Wir sind natürlich nicht ganz günstig. Aber ich kenne auch keine oder nicht viele günstigere Konkurrenz, sage ich mal so. Mhm. Also wir nehmen für so ein Wochenende zum Beispiel 1.080 Euro, meine ich. Das dann holst Freitag ab, bringst Montag wieder. Das ist dann aber quasi das All-In-Paket mit Versicherung und allem. Genau, da ist natürlich eine Selbstbeteiligung bei, wenn du das Ding kaputt fährst. Habe ich jetzt nicht genau im Kopf, die Selbstbeteiligung. Aber ansonsten holst du nur vollgetankt ab, stellst den vollgetankt wieder hin, fertig. Also am liebsten würde ich mit euch natürlich direkt in die Fertigung gehen. Aber ich glaube, es ist umso cooler, wenn wir erstmal ein bisschen Modellgeschichte in dieser Halle machen, damit für die Zuschauer, die busmäßig jetzt nicht so den Plan haben, wie ich zum Beispiel, ich persönlich bin auch kein Busspezialist, dass Marius uns erstmal ein bisschen die Basics in Sachen T1, T2, T3 und so weiter beibringt. Und dann werden wir im Rahmen dieser Videoserie auf jeden Fall mal so eine Vollrestauration von Punkt 0 an begleiten. Wird natürlich ein längerer Schritt und deswegen machen wir jetzt erstmal ein bisschen Geschichte und dann kommen wir zu der praktischen Seite. Sehr gerne. Sag mal was zu dem Modell, wo wir gerade drin saßen hier. Ja, also im Prinzip ein 63er Samba-Modell. Samba heißt in dem Fall, wir haben vier Zusatzfenster oben. Vielleicht kannst du das dann noch später nochmal einblenden. Auf jeden Fall ein Schiebedach und ja, ist relativ markant diese Zierleiste. Die gibt es nur bei zwei Modellen. In dem Fall ein US-Modell, darum hier noch dieser Rammschutz. Die deutschen Modelle hatten das nicht. Und was der Samba auch hat, ist halt hier noch diese Zierleiste an den Stoßstangen. Ich glaube, es gibt bei den Samba-Bussen den Unterschied, wie viele Fenster sie haben, oder? Falsch. Es gibt 21 und 23 Fenster. Den gibt es mit den Eckfenstern und ohne die Eckfenster. Ah, okay, weil ich habe nämlich zumindest öfter sonst schon mal im Internet gleich irgendwas. Oder gibt es vielleicht Leute, die sich die in falscher Zahl nachrüsten oder mit so? Mit Sicherheit, ja. Aber die Kunden, die wir haben, die wollen wirklich Fahrgestellnummer aufgeschlüsselt haben. Und das Auto muss meist wieder 100% original hergerichtet werden. Das Schiebedach haben die alle gehabt? Wenn es dann Samba mit Zusatzfenstern ist, ja. Dann ja, okay. Alles klar. Also es gab immer, Fenster waren immer in Verbindung mit dem Schiebedach. Über welche Baujahre sprechen wir überhaupt bei einem T1? Damit die Zuschauer erstmal so grob wissen, wie alt diese Autos sind. Also die ersten Autos kamen so aus Wolfsburg noch, das wissen viele gar nicht. Hannover kam erst 57 oder sowas, wurde Hannover erst gebaut. Das ging irgendwann so 50 rum los, Ende der 40er, Anfang der 50er. Ah, okay, also die Autos wurden erst in Wolfsburg gebaut und dann zum Ende hier in Hannover, beziehungsweise dann in Hannover. Und ja, das ging dann so bis 67 ungefähr. Der erste T1 ist wann vom Band geholt? Ziemlich genau 1950. Um 50 rum, okay. Ja. Ja, das also es heißt, gab davor noch einen Plattenwagen, Studie und so weiter. Das sind aber alles halt andere Anfänge. Das heißt, dieses Exemplar hier ist eins, ich sag mal, das Topmodell. Genau. Mehr oder weniger. Kann man so sagen, ja. Was hat das Auto hier so für eine Historie? Weiß man das so? Den haben wir so zugekauft, nur teilweise restauriert. Ja, es ist nicht für jedes Auto eine perfekte Historie. Also in dem Fall wissen wir nur, dass wir das von einem amerikanischen Importeur quasi gekauft haben. Aber das ist so ein typisches Modell, was ihr für Hochzeiten verleihen würdet. Genau, die Farbe ist halt sehr beliebt, ne, mit dem Mintfarbenen, deswegen geht das Auto sehr gut. Ich persönlich finde ja diese Kastenvariante auch sehr cool. Mhm. Auch T1, ne? T1 erkennt man immer an dem Steg in der Scheibe. Immer geteilte Frontscheibe, aber wie du
die Kenner sehen halt sofort, der Dachüberstand fehlt zum Beispiel. Also die Variante hat dann da oben noch einen Innengebläse und einen Dachüberstand. Das Dachüberstand haben, hier reden wir. Zum Beispiel der erste Punkt, was ich selber gar nicht wusste, also mit der geteilten Scheibe, das wusste ich genau. Allerdings. Kein Dachüberstand, das heißt noch mal älter. Genau, noch mal älter. Das ist jetzt in dem Fall ein 50er Modell, das heißt VW-Zeichen sogar auch noch aus Guss und so weiter. Das ist kein Blech, ist noch ein Guss. Andere Stoßstangen, keine Blinker, hinten gar keine Stoßstange. Kleineres Heckfenster, hohe Heckklappe, hohe Motorklappe, also hat diverse Modellveränderungen dann später bekommen, das Auto. Und die Kastenwagen waren halt so diese typischen Nutzfahrzeuge genau. Für Handwerker und so weiter. Ja, ne? Obstverkäufer und so weiter. Wie hieß das mit den Fenstern zum Ausstellen? Safari-Fenster. Das Safari-Fenster, okay. Ist im Ausland beliebt gewesen, weil du halt im Sommer in dem Auto mehr oder weniger kaputt gehst. Ne? Und das kannst du auf jeden Fall eine coole Sache, wenn ich mir so vorstelle, dass du so einfach mal bei 80 die Frontscheibe aufmachst. Ne? Kann dann ziemlich wenig werden im Auto. Ja. Das heißt, welches Baujahr war der hier? Das ist 1950. Also es gibt viele Modelldetails, die man so, die jetzt den Rahmen sprengen würden. Es gibt dann hier ein hohes und ein flaches Kniestück, andere Türgriffe. Mhm. Wie gesagt, keine Blinker, sondern Winker. Ja. Das klingt auf jeden Fall schon mal witzig. Was genau heißt keine Blinker? Das Auto hat damals, also es war scheinbar in Deutschland noch nicht Pflicht, zumindest nicht vorne und hinten, wie wir es heute kennen, sondern es fährt tatsächlich aus der B-Säule mehr oder weniger ein Metallhebel aus, der dann blinken kann. Man muss nur dazu sagen, der TÜV ist, obwohl es historisch ist, da ein bisschen penibel. Wenn wir das Auto auf der Straße bewegen, müssen wir vorne, darum sind hier die Schraubenköpfe, Blinker anbauen. Das mussten also wir selbst tatsächlich, wenn das damals so war, darfst du es heute nicht mehr so fahren. Das hat auch mit Fußgängerschutz zu tun, das steht ja raus und so weiter. Da ist der TÜV also auch heute tatsächlich, obwohl es historisch ist, ein bisschen pingelig. Auch wenn das Auto damals in Deutschland schon eine Zulassung hatte oder nur bei Importen? Ja. Nein, auch wenn das Auto schon eine Zulassung hatte. Okay. Ja, sonst gibt es hier ja nicht viel zu sehen oder zu zeigen. Reines Blechauto von innen, genau. Sag ich jetzt mal. Ne? Also ist halt normal, wie damals üblich, für einen Kastenwagen grau auslackiert. Ah, die waren damals also nicht in Wagenfarbe, auch von innen? Nee, genau. Du konntest einen T1 auch grundiert bestellen, der war dann auch außengrau. Wie war damals so die Verkäufe von VW? Waren das alles top verkaufte Modelle? Ging das richtig steil? Die haben richtig verkauft? Oder ja, der Transporter, muss man sagen, war damals mehr oder weniger konkurrenzlos. Ne? Das ging wirklich stützzahlmäßig ganz gut. Achso, von anderen Herstellern gab es solche Transporter? Ja, dann. Also wenn ihr die Historie, ich kenne keinen Hersteller, der so diesen Bulli-Kultfaktor hat wie wir. Die anderen, also wenn du überlegst, irgendwie Transit, Master, also das kam ja erst alles irgendwann dann. Und die haben auch alle nicht so, auch den Wert nicht. Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, die Autos sind ja heute auch eine Menge wert. Ja, klar. Also hier in dem Beispiel jetzt, 50er Baujahr, in dem Zustand, reden wir irgendwie so über 110.000, 120.000 Euro. Selbst als Kastenwagen? Ja. Okay, krass. Ziel ist halt, dass wir aktuell in der Sammlung, das Hauptziel ist, dass wir eines Tages jedes Derivat haben. Von der Pritsche bis zum Samba, von T1 bis T6. Und sei da noch weit von entfernt? Ja, oder? Weit nicht, aber da fehlen noch ein paar Autos. Ja. Natürlich haben wir auch manche zu viel, das heißt, wir werden auch manche irgendwie tauschen, veräußern, wie auch immer. Also wir müssen auf jeden Fall einmal so einen Innenraum von damals zeigen. Weil das war halt damals noch sehr spanisch, spartanisch damals. Wie ihr seht, es gibt eigentlich nur ein Tacho, geblinkt wird oben drauf, ein Lenkrad, eine Bank und ein paar Pedale. Ja, kein Lenkradschloss, gar nichts. Fernlicht mit dem Fuß damals, da unten der kleine silberne Schalter, das Fernlichtschalter. Ein Choke hat man noch gehabt. Ja, krass. Da war wirklich... Ja, es gibt im Prinzip drei Schalter für Licht, Blinker und ja. Ja, krass. Was gibt es denn ja sonst auch so zum Gucken? Wie du siehst, diverse verschiedene Modelle. Das ist wieder T1? Genau, das ist T1. Hat die witzigen Farben, weil es mal für Shopping Queen gedacht war. Ist ein relativ seltenes Modell, sorry, dass ich unterbreche, weil der Schiebetüren hat. T1 mit Schiebetüren ist eine seltene Geschichte. Ah, okay. Und der hat sogar gleich zwei, also ein Doppellader. Das heißt, da gibt es nicht viele von. Der sieht natürlich wieder vom Zustand her richtig gut aus. Ja, ne? Gut. Der ist auch komplett neu lackiert. Natürlich nicht original. Das war mal ein Bundesgrenzschutzauto. Aber hat halt das Ziel, dass wir zu der Fernsehsendung da mal kommen. Deswegen haben wir den so gestaltet. Sieht gleich schon mal ein bisschen besser aus als der Kastenwagen gerade. Alleine auch geteilte Bank, ne? Ja. Achtung, 12 Volt hier. Damals war immerhin dann schon der Fahrersitz, die Lehne verstellbar. Da unten noch mit so alten Rändelmuttern natürlich. Nicht wie man das heute kennt, ne? Also da hat man diese Muttern dann rein und raus gedreht. Nee, der sieht auf jeden Fall gleich... Ist das zeitgenössisch? Gab es das damals so? Nee, nein. Auch nicht, ne? Nein. Das ist quasi wirklich rein, so wie ihr es haben wolltet vom Stil her. Genau, einfach nur passend zueinander. Da ist echt das Reserverad? Genau, hinter? Das Reserverad steht hinter der Vorderbank quasi.
gibt verschiedene Baujahre, manche hatten es dann im Motorraum, manche hatten es hinten stehen, aber dieses Baujahr jetzt zum Beispiel, da es keinen Durchgang hat, es gab den T1 auch mit zwei Einzelsitzen und einem Durchgang vorne. Das heißt, du konntest wie heute üblich in der Karavelle oder Multivan einfach nach hinten gehen. Mhm. Aber dann war das Reserverad dort. T1-Busse hatten ja nicht wie heute den Motor vorne, genau, sondern den Motor hinten. Also der Motor kam erst beim T4 nach vorne und war erst ab dem T3 wassergekühlt. Wie sieht da so eine Modellpalette an Motoren aus? Relativ überschaubar. Also den T1 irgendwie so 3 oder 4 PS-Klassen bei 25 mal angefangen bis 44. Also richtige Raketen damals gewesen. Ja, genau. Also aus heutiger Sicht ist das halt wirklich eher ein Verkehrshindernis, muss man ganz ehrlich so sagen. Wenn ihr solche Autos ausliefert, bleibt dann der Motor oder wird also da auch wir, was gemacht? Wir tunen in der Regel, weil wir dem Kunden das natürlich auch schon so ein bisschen ans Herz legen, dass es dadurch ein bisschen schnittiger wird alles. Wir tunen H-Kennzeichen-konform, wie ich schon sagte mit der Scheibenbremse, auch im Motorbereich. Das heißt, es ist möglich mit Doppelvergasern da irgendwie so 50, 60 PS. Bei gleichem Hubraum oder auch mehr Hubraum und so weiter? Mehr Hubraumänderung. Also das dann alles mit Doppelvergaser und so weiter. Ja, krass. Hier seht ihr auf jeden Fall das, was Marius gerade gesagt hatte, dass man da durchgehen konnte, ne? Genau, das ist sowas mit Durchgang. Walkthrough sagen die Amerikaner dazu. Also dann auch nur die Zweier Mittelbank, damit du quasi von vorne nach hinten durchgehen kannst. Bis ganz hinten gehen kannst. Genau. Ja, cool. Ja. Was ich extrem cool finde, ist, dass zusätzlich hier auch so ein bisschen für Ambiente gesorgt wurde. Man gleich noch einen alten Schlüpfer und ein paar alte Socken sehen kann. Und das Ganze hier zeitgenössisch hergestellt wird. Aber ich glaube auch, genau so war das damals in den 50ern und 60ern. So war Camping in den 60er Jahren. Ja. Kann man sich eigentlich gar nicht mehr so vorstellen, ne? Ja. Aufgeklappt, Zähne putzen. Ja. Wie nennt sich das Ganze dann? Das ist einfach ganz normal Camper, beziehungsweise es gab den auch als Westfalia. Westfalia ist dann oben zum Ausklappen. T1, das ist California. Ja, T1 hatte das so nicht, wie du es kennst. Beim T2 kam dann dieses GFK-Dach, sehen wir vielleicht nachher noch. Der T1 hatte das so nicht. Also der hatte entweder so eine Luke oder so ein kleines Aufstelldach. Ah, okay, das gab es gar nicht quasi. Ne? Genau. Es gab Zubehörhersteller, so Dormobile aus England oder sowas, die konntest du dann so zur Seite aufstellen. Aber so ein richtiges, großes Aufstelldach, wie man heute vom T6 kennt, gab es damals gar nicht. Ne? Genau. Ja, hier noch zweimal T1, wieder Samba. Genau, einmal Samba. So ist, die Sitze sind übrigens original, also nicht mehr die ersten, aber der Mesh Gray Bezug ist so original. Dabei kommt mir die Frage, es gibt ja heutzutage bei den Bussen langen und kurzen Radstand. Ja, das gab es damals noch nicht. War alle immer gleicher Radstand? Das kam erst beim T4. Erst T4, okay. Ja, das Ding sieht so ein bisschen aus wie so ein altes Feuerwehrauto, das ist ein ne? alter Mannschaftsbus, genau. Halt versucht wieder so herzurichten mit dem Dachgepäckträger, Blaulicht und so weiter. Muss man dazu sagen, dürfen wir so aber nicht bewegen. Das Blaulicht muss im Straßenverkehr abgedeckt werden. Aber ist wahrscheinlich auch so ein Auto, was natürlich interessant ist für so, wenn irgendwie so eine Feuerwehr ja, mal irgendwie so ganz ein oft. Jubiläumsfest ja, genau. macht oder sowas. Ne? Genau. Okay.